Danke. Wow, dann mache ich mir noch mal schnell... Oh, scheiße. Schuhe und einen Helm, aber... Die Mauer ist gefallen. Weg, 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 weg. Und schnell hierher. In die Mitte, weil in der Mitte gibt es das Eisen. Der, ach, die Diamanten. Und der baut hier die Diamanten schon... Scheiße, der baut hier schon ab, die Diamanten. Dann kriegst du erstmal einen Gifttrank. Und Instant-Schaden. Instant-Damage und einen Gifttrank. Und jetzt rauf auf dich. Rauf auf dich. Einfach nur drauf. Töten wir ihn. Los, los, los. Los, 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 Jungs. Wir töten ihn. So, noch schnell den Trank trinken zum Regenerieren. Hier wurden die Tränke schon entnommen. So, und jetzt aufpassen. Der darf uns nicht nochmal in Brand setzen, weil ansonsten sind wir tot. Heieiei. Den verfolgen wir aber. Der, Leute, der darf nicht durchkommen. Der darf nicht durchkommen mit dem, was er macht. Den hauen wir kaputt. Den hauen wir kaputt. Bam. Ey, wieso wird er nicht getroffen? Es leckt ein bisschen. So, und ich weiß es nicht. Soll ich den kaputt hauen und seine Diamanten nehmen? Oder wie soll ich das machen? Ich weiß gerade nicht, wie ich vorgehen soll. Ich nehme auf jeden Fall erstmal diesen Wurftrank hier mit. So, so. Nein, nein, nein. Gib den her, gib den her, gib den her. Den Gifttrank. Geht doch. So, Wurftrank der Regeneration. Hier noch diesen Speed-Wurftrank. Und dann hole ich mir die Diamanten in der Mitte noch. Da gibt es nämlich noch ein paar. Die kann ich mir nämlich immer noch holen. Beziehungsweise... Ich kann den Typen hier immer noch töten. Den Typen kann ich... Scheiße. Den kann ich immer noch... Ach, wisst ihr was? Ich mach das doch ganz einfach. Hier oben ist doch nicht umsonst Wasser, ne? Bam. Und jetzt heißt es... Wow. Jetzt heißt es... Wow. Scheiße, scheiße, scheiße. Danke, danke, Talokan. Danke, dass du mir geholfen hast. Ich helfe dir jetzt hier mit Gifttrank und Instant-Schaden. Instant-Damage. Und hol mir schnell Essen hier beim Kuchen. Schnell, schnell, schnell. Zack, 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 zack. So, um mich zu regenerieren. Dankeschön, lieber Talokan, dass du mir da geholfen hast. Der geht anscheinend hier auch richtig ab, sehe ich. Ich hole mir dann mal schnell die Diamanten. So. Was ist nochmal in der Mitte für eine Kiste? Scheiße, was ist da drin? Ein Bogen und eine Erfahrungsfläche und eine Diamantspitzhacke. Cool. So. Aber ich weiß gar nicht, ob ein Diamantschwert auf, ob ein Diamantschwert unbedingt besser ist als ein Dings, ein Schärfe 1 Eisenschwert. Ich müsste mein Diamantschwert dann auch nochmal verzaubern und scheiße da. Ach, ich wollte gerade sagen, wo sind die Diamanten? Aber die Diamanten habe ich im Inventar. Ich mache mal schnell zwei Diamantschwerter. Eventuell können dieser Talokan und ich da ja vielleicht was verzaubern, weil der hat ja den Enchantment-Table noch. Und was ich auf jeden Fall nochmal machen werde, ist... Oh. Hier nochmal schauen, genau. Der hat nämlich einen Regenerationstrank. Oder Trank der Heilung. Gar kein Regenerationstrank, aber Trank der Heilung. Und der hat Essen. Essen werde ich mir auch auf jeden Fall ein bisschen... Wow. Wow, jetzt habe ich mein Mikrofon schon umgeschmissen, weil der Typ da war. Ich droppe ihm mal ein Diamantschwert hier. Oh, ja, in die Sachen reingeworfen. Das war natürlich sehr klug von mir. So, was hatte der hier noch? Tropenlaub... Oh, Feuerzeug, genau. Feuerzeug brauche ich noch. So... Bam, 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 bam. Und jetzt kannst du, genau, jetzt kannst du nochmal den Enchantment-Table aufstellen und ich enchante mal mein Diamantschwert. Zack. Schärfe 1, das ist natürlich besser als ein Diamant, ein Eisenschwert Stufe 1. Dann noch schnell die Hose verzaubern. Zack. Schutz 1, wunderbar. Helm, ich hatte zwar einen Helm im Inventar, aber egal. So. Der hat ein Diaschwert Stufe 1, Schärfe 1. Ich auch. So, ach nee, scheiße, ich habe gar nicht meinen Standard... Ah, nein, nein! Ich mache ja gar nicht meinen Standard-Smiley, wollte ich gerade sagen. So, ich bin gerade nämlich so in Hektik, so in Action, dass ich das gerade gar nicht pack. Und so, alles verzaubert, Schutzstufe 1 bei jeder Rüstung oder bei jedem Rüstungsteil. Und dann noch Schärfe 1 bei meinem Diamantschwert. Besser kann es doch gar nicht sein. Und jetzt würde ich sagen, ja, wir töten die Gegner. Sind nur noch... Ja, obwohl, nur noch kann man schlecht sagen. Es sind noch sehr, sehr viele Gegner übrig. Dann zwei Enchantment-Table. Naja gut, wenn es sein muss. Was muss, das muss. Und ich würde sagen, ich nehme mir auch gleich mal nochmal die Plätzchen oder die Kekse. Oh, und der hat auch das Glück, dass er die Rüstung komplett auf Protection 1 hat. So. Ich schmeiß den ganzen Scheiß hier weg, so, um die Kekse aufzunehmen. Ja. Und dann würde ich sagen... Können wir losziehen zu den übrigen Gegnern. Wo auch immer die jetzt sein mögen. Möchtest du noch irgendwie was sagen? Nee, der wirft gerade Sachen weg oder schreibt er gerade? Ich weiß es gar nicht. Ah, ich habe leider auch keine Pfeile. Ich habe
zwar einen Bogen, aber keine Pfeile. Nein, leider nicht. Ich habe auch so einen richtig geilen Bogen. Flamme, Einschlag, 2 Stärke, 1. Also, ja, cool, du hast Pfeile. Können wir uns... Oh, oh, danke, danke. Wow. Cool, 27. Hast du denn auch noch welche? Ich möchte ja nicht, dass der ja hier jetzt auf einmal bankrott ist mit seinen Pfeilen. Ja, das ist gut. Das ist gut. Dann können wir jetzt... Ja, gut, er hat Hälfte, Hälfte gemacht, finde ich super. Dann können wir los. Alles klar. Obwohl, warte mal, was ist hier noch für ein Trank? Den Trank, den will ich noch aufheben. Schwäche. Oh, Schwäche kann ich auch noch richtig gut auf den Gegner werfen. So. Gut. Power 1 Bogen hat er, das ist wunderbar. Und jetzt überlege ich, wie kriegen wir die Gegner am besten kaputt? Beziehungsweise, nicht wie kriegen wir sie am besten kaputt? Wo sind die Gegner überhaupt, ist die Frage. Hier unten hat sich auf jeden Fall einer hergebaut oder entlang gebaut. Ist zwar gerade wieder ein bisschen dunkel, ich weiß, aber... Achtung. Oh, da hinten ist einer. Ja, danke, den sehe ich auch. Danke. Danke, ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe es. Boah, danke, Talokan. Also, Talokan ist ein fähiger Spieler, würde ich sagen. So, den holen wir uns, Talokan, würde ich sagen, nicht wahr? Den... Wow, da sind sogar 2 Leute. 2. Scheiße, ich bin so schlecht mit dem Bogen. Ach, wisst ihr was? Ich sag mal, Nahkampf hier. Nahkampf-Action gibt's hier. Oh, scheiße, scheiße. Der macht Feuer, der macht Feuer. Aber ich habe ja auch einen schönen Feuerbogen, mit dem ich aber nicht treffe. Boah, ich bin so blöd. Ich bin so unfähig. Auf jeden Fall. Ja, du machst Feuer. Das ist mir vollkommen egal. Du bist tot. So, der ist schon mal tot. Dann. Wo war der andere? Hinter dir. Scheiße. Nicht Talokan, nicht Talokan. Talokan darf nicht sterben. Jeder nur nicht Talokan. Der war so nett zu mir. Der stirbt nicht. Der war so nett zu mir. Wie kannst du ihn nur töten? So, tot. Wunderbar. Gut. Moment. Achso, ich wollte gerade sagen, weil Talokan hat einen grünen Namen. Ich wollte gerade sagen, ist der gar nicht in meinem Team? Ja, das wäre es ja jetzt gewesen. Wäre der gar nicht in meinem Team. Boah, ich hatte jetzt schon Angst. Weil ich nehme ja nur Sachen an von Leuten, die dann auch in meinem Team sind. Weil ansonsten finde ich das halt blöd. Wenn man im Team spielt, kann man sich auch Sachen teilen, aber ansonsten nicht. So, und ich habe auch einen schönen Lava-Bucket bekommen. Das ist sehr gut. Lava-Eimer. Yay. Oh, und da unten sind 2. Da unten. Wie kommen wir da am besten hin? Wie kommen wir da am besten hin, ist die geile Frage. Die gute Frage, wollte ich eigentlich sagen. Aber egal, auf jeden Fall. Ja, Talokan, du hast recht. Einfach die Erde wegmachen. Das ist eine gute Option. Oh, 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 warte mal. Ich mache lieber so 2 Löcher tief oder so im 4x, so im 4-Blöcke-Feld, im 2x2-Feld runterbauen. So, wow. Ja, der hatte ja nichts. Wie, das war's? Ja, nee, das ist doch ein Witz. Kann's doch nicht schon gewesen sein. Die haben sich hier Cleanstone gebrannt. Pff. Ja gut, das war ja jetzt ein Klacks. So, den werfe ich ein paar Steinchen runter, damit er auch hochkommt. Aber das war ja wirklich einfach. So, wen haben wir denn noch? Wir haben noch Gamer Killer und Silver Craftler, Sam Bicker und Miner Smoke. Oder Miner Smoke. Dann, ja, schauen wir einfach mal. Hier war, denke ich mal, Team Rot. Dann werden hier vielleicht noch andere von Team Rot sein, oder? Oder wo könnten welche sein? Ich wüsste gar nicht, wo welche noch sein könnten. Ich sehe hier auch keine Namen in der Erde oder im Untergrund. Weil die meisten Leute, die buddeln sich einfach nach unten und bleiben da auch das gesamte Zool-Spiel über. Und der lagert erstmal Sachen in der Ender-Chest, in der Ender-Truhe. Könnte ich theoretisch einfach auch machen. Falls ich die noch irgendwann brauche, kann ich sie ja wieder rausholen, aber ach. So, einfach mal was wegtun. Was war das denn? Ach, eine EP-Flasche. Ja, ich hab genug. Ich hab doch genug Level. Was soll ich denn schaden? Meine Spitzhacke. Ach. So. Da, wo, da? Wo ist da? Ich folge dir einfach mal. Da. Da, 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 da. Wo denn? Hm? Ups, einer von uns. Sicher? Sicher, dass das einer von uns ist? Sicher? Ich folge dem mal. Weil auch dieser... Oder ist es grün immer verbindet? Diggin' Joe, ja, ist einer von uns. Okay, ist einer von uns. Stimmt, da hat er recht. Gut, wo sollen dann die Spieler sein?
Ich mag das nämlich eigentlich bei The Walls nicht, wenn die Spieler sich immer unten verbuddeln. Warte, da unten ist der Skillcrafter. Wow, nein, nein. Wow, scheiße. Ich wollte erst da runterspringen. Da wäre ich ja tot gewesen. Da unten ist der Silvercrafter. Der, Silvercrafter 70. Gut, zu dem werde ich dann auch hingehen. Die Diamantspitzhacke baut ja rasend schnell ab. Das ist ja das Gute. So, gleich bin ich bei Diggin' Joe. Hallo, Joe. Na, wie geht's? Ich lass mal Lava da rein. Dass die da unten schön verbrennen. Schmort in der Lava. Wahaha. So, ihr könnt dort unten schön verbrennen. Eieiei. Wie sollen wir das jetzt schaffen, lieber Talon? Nee, wie heißt der Typ nochmal? Genau, Talokan. Ich wollte gerade sagen, Talokan hat sich so falsch angehört. Sauber, Talokan. Der erste ist weg von ihnen. Oh. Ey, wie macht Talokan das? Hat er einen Hackern oder? Wieso killt er die so mit einem Schlag? Vielleicht war das auch meine Lava, die den zugesetzt hat, aber. Ja. Das war gut. Das hat er wirklich schön gemacht. Rope an dich, also. Das hat er wirklich gut gemacht. Muss man ja mal sagen. Also, der ist ein fähiger Spieler. So. Ja, dann würde ich sagen, wieder rauf, ne? So. So, und an dich. Ja, absolut kein Problem. Noch zwei Leute leben. Wird aber ein knappes... Also, wird kein knapp... Ich würde sagen, wird entweder kein oder ein knappes Match werden. Entweder wird es wirklich so sein... die sind voll gut ausgerüstet, haben jetzt auf einmal irgendwoher auch Diamantschwerter. Ich habe keine Ahnung, ob in der Mitte noch Diamanten waren oder sind. Auf jeden Fall könnten die richtig gut ausgerüstet sein und uns nochmal richtig ein schön knappes Battle liefern. Oder es wird ganz easy und ganz simpel. Das werden wir dann mal sehen. Auf jeden Fall esse ich hier erstmal schön meine Kekse. Nom, lecker. Dann tue ich noch... Oh, Regeneration und Gifttrank. Alles klar, die tue ich mal alle schön in meine Slotleiste. So. Und dann würde ich sagen, können wir losgehen. Oder? Erstmal Kekse futtern, genau. Erstmal Kekse futtern. Na, nicht das arme Schaf töten, also Talokan. Wenn, dann muss man es verbrennen. Also nicht einfach so mit einem Bogenschuss töten. Das ist wäre ja... Nee, man, es muss elendig verbrennen. Nein, Quatsch, auf jeden Fall. Ihr merkt, es ist total langweilig meistens, wenn die Gegner sich einfach komplett verstecken. Und deswegen, ja... Ist The Walls so ein Spielmodus, den ich nicht so oft auf meinem Kanal bringe, weil der meiner Meinung nach nicht so unbedingt richtig spannend ist und nicht so packende Action enthält, wenn die Gegner sich unten verkriechen. Und jetzt nicht unbedingt was passiert. Deswegen habe ich es nicht so oft gebracht. Ihr könnt mir aber mal eure Meinung auch in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet hier, wie ich hier so schön mit dem Talokan durch die Gegend renne und die Leute suche. Oder auch wie ihr das mit der Aufbauphase findet oder... Mit diesen 15 Minuten, die man halt hat, ist vielleicht auch etwas langweilig. Aber, ja, ihr müsst einfach in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Und ansonsten, ja, würde ich einfach sagen, jetzt wo wir die nicht finden, mache ich einen kurzen, kleinen Cut. Und wir sehen uns gleich einfach wieder, wenn ich die Leute gefunden habe, beziehungsweise wenn Talokan sie gefunden hat. Camper, ja, das glaube ich irgendwie auch so mittlerweile, dass die sich irgendwo vercampen. Na gut, ich würde einfach an dieser Stelle dann sagen, bis gleich. Da oben sind sie! Talokan hat sie gefunden und es war doch so offensichtlich. Guckt euch mal an, wie fett das da ist. Das ist so ein richtig großes Gebäude und man übersieht zwar, man guckt unten in den Untergrund, aber nicht nach oben. Gut, dann hätten wir sie auch gefunden. Jetzt müssen wir nur noch ihre Basis irgendwie übernehmen. Ich würde sagen, ich baue mich mal mit Cobblestone hoch. Ich hoffe, die haben keinen Bogen und schießen mich runter. Aber ich glaube da irgendwie nicht dran. Frag mich nicht wieso, ich glaube da irgendwie nicht dran. Scheiße. Sie hatten doch einen Bogen. Egal, ich habe den Wurftrank der Regeneration und den Trank der Heilung. Okay, deswegen habe ich ja die Tränke immer ausgerüstet. So, und jetzt, wo Talokan den einen da runtergehauen hat, würde ich sagen, verfolge ich den auch mal. Ich meine, ich darf Talokan zwar da eigentlich nicht allein lassen, aber nicht, dass der mir hier irgendwie abhaut. Der Typ darf nicht davon kommen. Und ja, ich hätte echt nicht gedacht, dass die da einen Bogen haben. Die haben sich da so schön verkämmt. Da konnten die natürlich auch nicht so viel farmen, dachte ich mir. Und da werden die sicherlich auch keinen Bogen haben.
So, und diesen Typen da hinten, wie kriege ich den am besten? Ich meine, es bringt nichts, den einfach nur so hinterher zu rennen. Oh, Talukan schneidet ihm den Weg ab. Clever gemacht, sauber. Sauber, Talukan. Dann würde ich sagen, laufe ich mal hier hoch. Lauf dann mal hier runter und... Oh, scheiße, der hat den Trank. Hier, frisst den Gifttrank. Bam. Ey. Eieiei, wenn es so manchmal leckt oder die, ja, die Spieler an sich laggen und nicht nur der Server leckt, dann... Eieiei, dann trifft man so manchmal nicht. Und wisst ihr was, da wird es mir langsam zu bunt. Da schieße ich jetzt einfach mit dem Bogen. Und wieso trifft denn der Bogen nicht? Und wieso treffe ich den denn auch so nicht? Ja, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Tut mir leid, Leute. So, erstmal lieber nochmal ein paar Kekse futtern. Gucken, dass auch keiner von hinten kommt oder so. Und dann kann es weitergehen. Aber das finde ich echt extrem. Den treffe ich ja überhaupt nicht. Weder mit Bogen noch mit dem Schwert. Wo ist der Typ denn jetzt hin, Talukan? Ach, da hinten ist er. Alles klar. So, dann komm mal her. Ach, der ist wieder bei seiner Basis. Okay. Dann schaue ich mal hier nach. So, bam! Ach nee, doch nicht. Wurde gar nicht von mir getötet. Ich dachte, durch meinen schönen Schuss wurde der getötet. So. Oh, er hatte sogar einen Goldapfel. Das ist wunderbar. Dann hole ich mir mal den Goldapfel. So, Goldapfel. Den esse ich dann auch mal schnell. Und jetzt müssen wir doch nur noch einfach nach dort oben zu dem Typen dahin. Aber die haben da irgendeine Falle mit Redstone gebaut. Irgendeine Falle haben die doch. Da würde ich einfach mal sagen... Wow! Eine TNT-Falle! Ja. Eieiei. Eine TNT-Falle. Nein! Nein, wehe, du haust mich... Gewonnen! Yay! Ich wollte sagen, wehe, du haust mich runter. Nice! Sauber. Das war doch mal eine schöne Runde. Und nein, ihr Spieler, pff, weg. Ja. Jetzt seht ihr auch mal die Lobby, wie das hier aussieht. Man kann hier mit der Uhr die Spieler aktivieren. Aber zur besseren Übersicht mache ich es einfach so. Ich deaktiviere die Spieler mit der magischen Uhr. Ja, und hier kann man dann sich halt die ganzen Spielmodi auswählen. Also die ganzen, ja, es ist eigentlich nur ein Spielmodi, ne? So Waltz, ein Spielmodus, ne? Also Waltz. Und hier kann man sich die ganzen Karten auswählen. Und mit dem Kompass kann man sich hier übrigens auch die anderen Spielmodi alle anschauen. Oder zu den Spielmodi reisen. Und ansonsten wäre noch zu sagen, es gibt ja auch einen kleinen Shop. Da kann man zum Beispiel, man verdient nämlich im Spiel Coins. Dann kann man sich zum Beispiel durch Coins manche Sachen hier kaufen. Zum Beispiel Spawn with two Leathers, Spawn with an Anvil und so weiter und so fort. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Coins ich jetzt habe, ob das hier irgendwo steht. 60 Coins, dafür kann ich mir natürlich gar nichts kaufen. Noch nicht mal drei Äpfel. Und ja... Ansonsten, ja, würde ich sagen, was ist eigentlich von dieser Runde The Walls? Ich hoffe einfach mal, dass sie euch gefallen hat und die nicht zu langweilig war, weil The Walls halt, wie gesagt, aufbauen, ne? Und dann, ja, ist eigentlich nur die Kampfphase das Spannende, wenn die Gegner sich nicht unbedingt verstecken. Ich hoffe aber einfach mal an dieser Stelle, dass es euch gefallen hat. Und ja, bedanke mich auch wie immer fürs Zusehen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!